Hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon Mystery Dungeon Retterteam DX. Ja, beim letzten Mal haben wir den Auftrag von Raupi angenommen und müssen jetzt unser Wettrennen gegen Team Übel machen, wer zuerst Safcon rettet. Und ja, wir sind schon auf Level 11 vom Finsterforst. Und gehen jetzt mal zurück in den Dungeon. So. Okay, also, wir haben eine ganze Menge Teammitglieder. Und eine ganze Menge Items. Und ja. Ich würde mal sagen, da können wir gleich einfach nahtlos weitermachen. Oha. Dschungel haben. Nee. Haben wir den Dschungel nicht. Moment, doch. Wir haben den Dschungel. Noch nicht in Camps vorhanden bedeutet Coco bei. Ja, geil. Nehmen wir natürlich mit. Oh. Ja, der Unterschied bei den anderen Leuten und Radfratz ist, dass wir Radfratz halt ins Camp schicken können, während die anderen halt ja, flöten gehen. Oh. Das Konglomerat an Ladybar ist auf jeden Fall eine ganz nette Anzeige. Ja, das ist jetzt ein doof. Ich würde mal sagen, nein. Wir können niemanden mehr nach Hause schicken. Und ja. Jetzt denn? Sorry. Könnt ihr mal Attacken bitte einsetzen? Perfekt. Ist auch, glaube ich, ein bisschen besser als Teddy Ursa, oder? Wird ein Teammitglied immer steigen? Effekt hätten eine Runde? Okay. Hä? Ach so. Interessant. Du kannst es mitnehmen, auch wenn es besiegt ist. Die haben aber alle eine. Du bist zwar entwickelt, aber hast keine Fähigkeit. Oh, Ebene 10. Ach, Level 11 sind. Ach, vergiss es. Was ich vorhin gesagt habe, mit Level 11, ne? Ja, Level 11 ist unser Pikachu. Also wir. Ja.
Easy. Dann gehen wir jetzt hier runter. Ich hoffe. Na? Ja. Au. Ich habe mal noch nicht nachgeguckt, wie man wartet. Ich frage mich, ob sich das durch dieses Let's Play durchziehen wird, bis ich es irgendwann, keine Ahnung, beim Ende hinbekomme. Möglichkeit besteht. Na? Ja, meint ihr, wir schaffen das noch, ohne noch mal einen Apfel zu essen? Weil ich glaube, dieses wie Verpflegung wird knapp. Kann man mal das Geld aufheben, bitte? Enge Kiste. Aber wir kriegen ja durch die Fähigkeit von, weiß ich nicht, von einem von unseren Mitgliedern ja immer ein kleiner Äpfel. Das ist schon nicht schlecht. Die sättigen zwar echt wenig, aber... Hey. Ups. Besser als nichts. Wir haben echt Pech. Wieder ein kleiner Apfel. Ach, Mann. Da. Es geht weiter. Wir sind ganz schön tief in den Wald vorgedrungen. Ich frage mich, ob wir Safcon weiter vorne finden. Stopp! Dreimal dürft ihr raten, wer Safcon zuerst findet. Wir natürlich. Bin untröstlich. Aber für euch ist die Endstation. Wie, was? Hey, Gengar. Wieso legst du dich immer mit uns an? Hä? Hast du das etwas schon vergessen? Wir wollen doch die Weltherrschaft. Raupis Mama wird uns reich belohnen. Raupi wird dem Team beitreten. Das bringt uns unserem Ziel näher. Natürlich. Und ihr seid uns dabei im Weg. Tut mir ja echt leid, aber hier endet euer Abenteuer. Auf Nimmerwiedersehen. Ja. Guckt euch dieses Team an. Auf Nimmerwiedersehen, ganz klar. Pfiffchen haut da natürlich jetzt in dem Kontext ziemlich gut rein. Wir sind zum ersten Mal zurückgeschreckt. Zack.
Ich sag mal, mit dieser Masse an Menschen, Mitgliedern, ist das schon relativ easy. Oh, ein bisschen Verteidigung senken, Eisenschweif hinterher und fertig. Easy. Aua! Das werdet ihr bereuen, darauf könnt ihr euch verlassen. Endlich sind wir diese Nervensägen los. Jetzt müssen wir nur noch Safkorn finden. Entschuldigung. Sucht ihr vielleicht nach mir? Du musst Safkorn sein. Komm, wir bringen dich nach Hause. Raupi ist schon ganz krank vor Sorge. Hurra! Ich hatte Angst, also habe ich mich hier versteckt, meinen Panzer gehärtet und gewartet. Danke. Ja. Und da haben wir den Finsterforst. Unterseitig ein Regenbogengummi. Nice. Oh, wir haben einmal Pfiffchen. Einmal Mogelbaum. Wir haben Visor. Sonnenflora. Orenta. Was müsste es gewesen sein? Naja. Easy. Safkorn, mir fällt ein Stein vom Herzen. Ich freue mich so, dich zu sehen. Ich mich auch, Raupi. Hydropi, Beige, ich weiß gar nicht, wie ich euch verdanken soll. Leider habe ich kein Geld, um euch zu bezahlen. Ach, mach dir keine Sorgen. Wir wollen doch gar keine Belohnung. Hauptsache ist doch, dass Safkorn gesund und munter zurückgekehrt ist. Weiß nicht, was ich sagen soll. Ihr seid noch viel cooler, als ich dachte. Wenn ich groß bin, will ich auch mal einem Retterteam beitreten. Was für eine Begeisterung. Du wirst sicherlich mal ein guter Retter. Mir kommt da eine Idee. Hey Jim, was hältst du von diesem Ort hier? Warum errichten wir nicht gleich hier eine eindrucksvolle Basis für unser Team? Wow, wie cool, eine Basis. Wenn ich groß bin, will ich auch hier arbeiten. Ich auch. Ha, so machen wir es. Lass uns hier eine richtige Basis für unser Retterteam bauen. Hey Jim, Hydropi. Nochmals vielen Dank. Eine Ursache, mach's gut und pass auf euch auf. Ja, verdienen haben wir zwar nichts, aber was will man machen? Dafür haben wir Gengar gezeigt, dass er mit uns nicht umspringen kann, wie er will. Das war ein anstrengender Tag. Lass uns morgen weitermachen. Schlaf gut. So, ich weiß ich gar nicht mehr aus dem Kopf, ob danach jetzt direkt wieder Progress ist oder wieder ein normaler Erkundungstag. Scheint mir auf jeden Fall erstmal sehr normal zu sein. Hallo? Nanu, wer könnte das sein? Seid ihr das Retterteam Upstream? Ja, korrekt. Hm? Moment, du bist du nicht. Bitte helft meinem Freund, bitte, ich brauche Hilfe. Auf keinen Fall. Für lau arbeiten wir nicht, kapiert? Aber mein Freund braucht unbedingt einen Windstoß, bitte. Ich erinnere mich an dich. Du bist doch das Papunga vom Pokémon-Platz neulich. Das Team von Tangolist hat deinen Rettungsauftrag übernommen, oder? Ja, das stimmt.
Allerdings ist Tengulist, er ist noch nicht zurück von seiner Mission. Was sagst du da? Mein Freund Papunga wurde zwischen zwei Felsen eingeklemmt. Wir Papunga können zwar überall hin, wenn uns der Wind trägt. Doch obwohl dichte Wolken am Himmel hängen, weht nicht das leiseste Lüftchen. Nicht mal eine Brise? Das ist aber seltsam. Mit seinen Blätterfächern kann Tengulist starke Winde entfachen. Ich dachte, so ein starker Wind würde reichen, um meinen Freund zu befreien. Aber Tengulist ist noch nicht zurückgekehrt. Dabei klingt der Auftrag gar nicht so schwierig. Echt seltsam. Oh. Oh, dein Blick sagt mir alles. Sagt mehr als 1000 Worte, Bajim. Alles klar, wir gehen sie suchen. Wirklich? Vielen Dank. Aber sicher doch. Du kannst auf uns zählen. Auf geht's, Bajim. Okay. Also direkt weiter. So, ne, Kohle haben wir wahrscheinlich sowieso nix. Ne. Nischt. Linken nicht. Ich kann nochmal kurz einen Auftrag. Oh, wusstet ihr, dass man eine Belohnung bekommt, wenn man einen Auftrag erfüllt? Danke für den Hinweis. Der Knuddeluff-Orb ist natürlich nicht verkehrt. Nehmen wir mal mit. Schadet ja nicht. Sieh nur, mein Sohn. Warte. Sieh nur, mein Sohn. Ist das Meer nicht riesig? Ja, Papa. Du, Papa? Bist du schon mal auf dem Meer gewesen? Natürlich. Wo verhältst du mich? Ich wusste es. Papa, du bist einfach der Größte. So. Dann wollen wir mal aufbrechen. Zum Stillklammern. Ja, ich glaube, mehr als 7 Aufträge kann man im Stall doch 9 Ebenen. Wobei, 9. Ebene ist, glaube ich, dann Dingens, ne? Also Sergasse. Und 2 bis 8 kann man dann machen. Gut. Dann wollen wir doch mal sehen. Oh, das ist natürlich sehr nützlich. Das ist auch gut. Ja, ich glaube, wir sollten so dann nächsten Zeit mal unsere Items einsetzen. Aber so aktuell sind wir noch an einem guten Pace. Dienstalter, das ist schön. Das ist eine schöne Bezeichnung. Achso, Schlüsselbegriff auswählen. Nee, das ist... Ah, so, das ist das da unten. Stillstand, verstehe. Nee, wir wollen... Ah, perfekt.
Mann, wir müssen das bei jedem neu ändern. Nee, doch nicht. Okay. Wie mein Mitspieler sich in der Gruppe bestellt, das ist. Ach so, genau. Ja. Okay, ich würde tatsächlich Plusse mitnehmen. Ich glaube, die Fähigkeit ist am effektivsten. Okay. Ein bisschen getrödelt, aber ja, Vorbereitung ist halt key. Und dann gehen wir mal rein. Puh, hier geht's aber wirklich steil runter. Mein Freund Papunga steckt also irgendwo in dieser Klamm fest. Ja, es tut mir leid, euch damit zu belästigen, aber bitte helft ihm. Wir machen das schon. Packen wir es an, Bildschirm. Augenblick noch. Ja, was gibt's denn? Da wäre noch etwas. Dieser Ort heißt zwar Stillklamm, doch ganz so friedlich, wie der Name vermuten lässt, geht es hier wohl nicht zu. Angeblich schläft in dieser Klamm ein riesiges Monster. Monster? Ja, aber das sind nur Gerüchte. Doch da Tengulis ja auch noch nicht wieder zurück ist, hielt ich es für meine Pflicht, euch davon zu erzählen. Aua, mein Bauch, es tut so weh. Huch, was hast du denn bloß? Ich habe ganz plötzlich schreckliche Magenkrämpfe bekommen. Aua, 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 aua. Wahrscheinlich habe ich zum Frühstück was Falsches gegessen. Hey, Benjamin, du siehst auch ziemlich blass aus. Hattest du nicht das Gleiche gegessen? Ist bestimmt auch schlecht, oder? Ich bin schon solidarisch, ne? Siehst du, Benjamin hat auch Bauchschmerz. Es tut mir schrecklich leid, aber wir können dir nicht helfen. Echt jetzt? Aber Benjamin, ich kann mich nicht daran erinnern, dass du heute früh was gegessen hattest. Ich glaube, die Krämpfe lassen gerade etwas nach. Zurück zum Thema. Von was für einem Monster sprechen wir da überhaupt? Ich weiß nicht viel darüber. Es ist nur ein altes Märchen. Keine Ahnung, ob dieses Monster überhaupt existiert. Verstehe. Dann bringt es auch nichts, sich darüber den Kopf zu zerbrechen. Bleibt nur zu hoffen, dass dieses Monster in der Tat nur ein Ammenmärchen ist. Mein Freund Papunga sollte sich auf Ebene U10 aufhalten. Bitte seid vorsichtig. Keine Sorge, wir passen auf. U10. Auf geht's, Bete. Ja, eine Ebene in unter einer Minute und wir könnten schaffen, aber ja, wird eng. Mitstreiter erhalten auch Erfahrungspunkte und werden stärker, während sie sich dort befinden. Das heißt, sie sind immer einsatzbereit, wenn sie auf einem. Ach ja, stimmt, da war ja was. Okay. Mit. So. Also ich glaube, am effektivsten, um auch vor allen Dingen Mitstreiter zu bekommen, sollte ich darauf abzielen, dass Hydropi erstmal Schaden macht mit Aquaknarre. Und wir dann finishen. Alter, warum war das so stark? Oh.
Ja, mit einer Ebene pro Minute wird es ein bisschen eng aktuell, aber mal schauen. Bei den aktuellen Pokémon hoffe ich eigentlich immer auf einen One-Hit. Okay, die KP sind so ein bisschen im hohen 40er-Bereich scheinbar. Wangenrubbler ist eigentlich nicht verkehrt. Warum geht's denn mehr an die? Warum vergesse ich das bei Raupi eigentlich immer? Da müsste eigentlich volle Kanüle drauf. Aber den Apfel kriegen wir zum Glück wieder zurück. Zum Glück wieder zurück. Ach ja, wir müssen ja noch die Bänder aussuchen. Perfekt. Ja, schön. Mindestens 50 KP. Warum mit Teddy? Nee, Teddy Ursa hatten wir ja. Wobei, nee, hatten wir Teddy Ursa freigelassen? Teddy Ursa war auf jeden Fall besiegt, aber ich glaube, wir hatten es schon noch nicht, ne? Kein Talent. Aber wir haben es noch nicht. Wir haben es freigelassen. Ja, dann kommst du mit. Warum geht Fangrubbler pausenlos daneben? Wieso ist die Attacke so unzuverlässig? Okay. Und weiter. Ja, Hälfte vom Stillklamm schaffen wir in dieser Folge auf jeden Fall, das ist gut. Dann sollten wir bis zum nächsten Mal auch wieder in einen guten Pacing kommen. So. Ich glaube, wir sollten ein paar mehr Äpfel mitnehmen, so zukünftig. Alter. Multi-Attacken sind in Mystery Dungeon auch so ein unfaires Ding. Vor allen Dingen Kugelsaat. Weil Kugelsaat ist nicht nur eine Multi-Attacke, sondern auch eine Strahlattacke. Da-da. Ich weiß nicht, ob das so smart war. So, Skorkler ist auf jeden Fall cool. Wunderheilung? Was ist denn Wunderheilung?
Wird dein Himmel, die auf ein Wunder fällt, werden nicht nur starr, sondern auch nicht. Alter. Das ist tatsächlich eine ziemlich coole Fähigkeit. Ich glaube, Skorgler wird unser neues Festmitglied. Das Problem ist, Gorgo fliegt leider aus dem Dingens raus, weil Mystery Dungeon DX ein Gen 3 Game ist. Und mit Ausnahme von Felinara existieren halt auch nur Pokémon bis Gen 3. Und Lucario eventuell. Aber da bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Perfekt. Nehmen wir mit, aber wenn es flöten geht, dann geht's flöten. So. Gut, Leute. Dann war's das mit der Folge für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Beim nächsten Mal werden wir den Stillklammen beenden und schauen, wie es weitergeht. Ob wir dann unseren großen Stahlberg-Arc machen, indem wir dann einmal auf den Bronzerang aufsteigen oder ob es danach storymäßig weitergeht. Seid gespannt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht es gut. Tschüss.